Hallo, mein Name ist Sven Braun. Ich bin momentan im dritten Semester und momentan Tutor in FOP. Ich stelle Ihnen heute die erste Hausübung aus dem letzten Jahr, also dem Jahr 2019, vor, wo es um eine Implementierung von dem Computerspiel Pac-Man geht, wo man immer noch diese FOPBOT-Vorlage benutzt, die Sie auch schon aus der Vorlesung und wahrscheinlich auch der 0. Hausübung bereits kennen. Ich denke, Pac-Man kennen Sie wahrscheinlich alle. Es gibt diesen kleinen gelben Pac-Man, der in diesem Labyrinth rumläuft und die Münzen einsammelt. Und dann gibt es noch ein paar Geister, in die man halt nicht reinlaufen sollte, weil sonst hat man verloren. Und in der ersten Hausübung geht es darum, dass wir das Movement, also die Bewegung, sowohl von dem Pac-Man als auch von den Robotern implementieren. Und dabei benutzen wir halt immer noch dieses FOPBOT-Framework und werden zum Beispiel in der Klasse Pac-Man die Methode Handle Key Input implementieren, die halt für das Movement von dem Pac-Man zuständig ist. Also das heißt, wir können mit den Pfeiltasten dann unseren kleinen Roboter auch schon bewegen. Ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal damit an, dass wir einfach hier das Projekt importieren. Das kennen Sie ja schon aus der 0. Hausübung. Also wir klicken einfach hier auf Import, Existing Projects into Workspace und dann wählen wir das hier auch einfach aus. Dann ist das auch schon da. Dann sollten Sie natürlich wahrscheinlich einfach gleich machen, damit man es nicht vergisst, den Namen ändern, weil wir uns hier an diese Namenskonvention halten müssen. Also sowohl Nachname als auch Vorname angeben. Ist bei mir Braun Sven. So. Und dann öffnen wir auch schon die erste Klasse, in der wir was implementieren müssen. Das ist Pac-Man.Java. So, da haben wir also erstmal den Namen. Die erweiterte Klasse Robot, die Sie ja auch schon aus der Vorlesung hoffentlich kennen. Hier ganz einfach Konstruktor, gibt die Startposition an. Und ruft einfach den Konstruktor von Robot auf. Aber was wir heute machen sollen, ist, wir sollen die Methode Handle Key Input implementieren, der ein Integer, also eine ganze Zahl k, übergeben wird, die im Prinzip die Richtung angibt, in die wir laufen sollen. So. Dann haben wir auch hier in der Aufgabenstellung. Tastatureingaben werden schon automatisch von der Vorlage abgefangen. Sie müssen diese selbstverständlich nicht implementieren. Genau, also wir müssen nur. Wir kriegen halt ein Integer übergeben in der Klasse Pac-Man und dieses K und das steht für eine bestimmte Richtung. Und zwar Pfeiltasten nach links hat den Wert 0, nach oben 1, nach rechts 2 und nach unten den Wert 3. Und wenn K nicht zwischen 0 und 3 liegt, dann soll einfach gar nichts passieren. Also liegt, wenn er jedoch in einem vorgegebenen Bereich liegt, die Zahl, also zwischen 0 und 3, dann soll er sich erst in die Richtung drehen mit diesem Turn Left, das kennen Sie ja auch schon aus der Vorlesung. Und genau, also bei ab nach oben, ja und so weiter und so weiter. Und dann einen Schritt in diese Richtung machen, wenn da keine Wand ist, also wenn man da hinlaufen kann, macht ja auch Sinn. Und dann noch auf diesem neuen Feld alle sich darauf befindenden Coins aufsammeln, bis halt keine Coins mehr da sind. Und wenn der Weg versperrt ist, dann bleiben wir halt einfach stehen. Gut, und wenn wir das gemacht haben, dann kann unser Pac-Man-Roboter auch schon laufen. Ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, was ich ganz gerne mache, ist, dass ich einfach mit den Spezialfällen im Prinzip anfange. Also jetzt in dem Fall wollen wir ja nichts machen, wenn das K kleiner als 0 ist oder k größer als 3 ist, weil 0 bis 3 stand ja für die entsprechende Richtung. Und wenn das einen anderen Wert annimmt, dann macht das irgendwie nicht so wahnsinnig viel Sinn. Also hier einfach eine If-Bedingung und zwei Boolean ausdrücken und dazwischen ein oder. Und wie machen wir das nichts machen? Da beenden wir einfach die Methode hier mit einem Return. Gut. Dann kommen wir ja jetzt zu den Fällen,
wenn das K zwischen 0 und 3 liegt, weil das haben wir ja, also die, dass es jetzt nicht dazwischen liegt, haben wir ja bereits ausgeschlossen. Und sollen dann im Prinzip uns erstmal in die Richtung drehen, die von der Zahl im Prinzip repräsentiert wird. Würde ich sagen, speichern wir uns erstmal hier eine Richtung im Prinzip ab und belegen die jetzt entsprechend. Also wenn k gleich 0 ist, dann ist Direction gleich 0 stand für nach links. Okay. Jetzt ziehe ich erstmal auf einen anderen Bildschirm. Also nach links. Also Direction Punkt Left. So, dann hier in Else if gleich 1. Dann können wir Direction auf Direction Punkt 1 steht für nach oben. Direction Punkt ab. Hier wieder ein Else if. Also wenn auch dieser Fall nicht wahr ist, dann gucken wir uns diesen Fall an. K gleich 2. Und setzen Direction dann entsprechend auf rechts. Okay, ja, macht Sinn. Einfach im Uhrzeigersinn. Direction Punkt right. Okay, passt. Und wenn auch das nicht wahr ist, dann muss ja k gleich 3 gewesen sein. Weil zwischen kleiner 0 und größer 3 haben wir ja schon ausgeschlossen. Und jetzt die Fälle 0, 1 und 2 haben wir auch schon ausgeschlossen. Das heißt, wenn all die Fälle nicht eingetreten sind, dann muss es wohl der letzte Fall sein. Also Direction ist gleich Direction Punkt down. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Genau, und dann sollen wir uns genau, erstmal in die Richtung drehen. Jetzt wissen wir ja nicht, in welche Richtung genau wir uns drehen. Also, das ist ja jetzt in dem Direction gespeichert. Würde ich sagen, machen wir hier einfach eine kleine While-Schleife hin. Also, while this Punkt get direction Ausrufezeichen, also solange die Guckrichtung von unserem momentanen Roboter nicht gleich der Richtung ist, die wir haben wollen, dreht sich unser Roboter einfach immer nach links. Das heißt, die Schleife ist dann beendet, wenn er halt in die Richtung guckt, in die er gucken soll, also in Richtung Direction, sehr kreativ genannt, ja. Und dann soll er jetzt, wenn da keine Wand ist, nach vorne laufen und da alle Coins einsammeln, okay? Also, wie überprüfen wir das, dass da keine Wand ist? Hatten wir ja auch diese Methode. Wie ist die? Ist front clear. Also ein wenn wir nach vorne laufen können. Ach komm. Mist. Dann sollen wir das auch machen. Also this Punkt move, keine Ahnung. Ja, doch. Okay. Also dieses this, das greift einfach auf das aktuelle Objekt zu. Ich könnte auch das this einfach immer weglassen. Aber ich mache es aus Gewohnheit, deswegen. Und es ist ganz praktisch, weil dann wird einem immer angezeigt, welche Methoden die Klasse so hat. Muss nicht immer nach oben oder nach unten scrollen oder in dem Fall ja noch schlimmer. Sind die Methoden ja nicht hier implementiert, sondern in der Klasse Robot, die ja in der Vorlage mit dabei ist und die sie ja auch schon aus der lösen können. Also hier gibt es dieses is next to a coin und noch viel mehr Methoden, von denen wir die meisten gar nicht brauchen. Aber gut, okay. Also, wenn er nach vorne laufen kann, dann läuft er nach vorne. Und jetzt sollten wir ja noch. Und befinden sich Coins auf dem soeben neu betretenen Feld, soll der Roboter alle Coins auf diesem Feld aufheben. Ist der Weg versperrt, so bleibt der Roboter in seiner momentanen Position. Das heißt, er soll alle Coins aufheben. Was für eine Methode hatten wir, um Coins aufzuheben? Okay, ich nehme an, Pick Coin ist dann
Aufheben, ja, passt. Also, wenn der nächste zu einem Coin ist, dann soll er die Coins aufheben, aber da ja auch ganz viele Coins auf dem einen Feld liegen können, machen wir da wieder eine Schleife draus. Also, solange da noch Coins liegen, heben wir Coins auf. Das heißt, wieder in eine While-Schleife rein. Also solange dieser Ausdruck hier wahr ist, also solange die Methode true zurückgibt, wird die While-Schleife ausgeführt und damit die Schleife auch irgendwann abbricht, sammeln wir einfach jedes Mal einen Coin auf. Okay, das müsste es jetzt auch schon gewesen sein mit der Methode. Wollen wir das nicht gleich mal ausprobieren? Nicht Testclass. Okay. So, und dann müssten wir uns jetzt mit den Pfeiltasten bewegen können. Ja, das geht auch sehr gut. Die kleinen Geister bewegen sich natürlich noch nicht, weil die haben wir ja noch nicht implementiert. Das kommt dann in der nächsten Aufgabe. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Teilaufgabe, wo wir die Bewegung der Gespenster implementieren sollen. Und da haben wir zwei Stück, einmal den blauen und einmal den orangenen Geist oder Gespenst. Und die haben verschiedene Vorgehen, wie sie sich bewegen. Also die werden ja nicht mehr von uns gesteuert, sondern die laufen halt nach irgendeinem bestimmten Muster. Dafür sollen wir die Methode DoMove implementieren von dem blauen Geist in der Klasse BlueGhost und Java. Und zunächst überprüfen, in welche der vier Richtungen wir gehen können, ohne gegen eine Wand zu laufen. Also haben wir diese Richtung ausgemacht, dann wählen wir davon zufällig eine. Und für diese zufällige Wahl sollen wir die Methode util.getRandomInteger, die eine Zahl zwischen dem Minimum und dem Maximum, also irgendeine ganze Zahl zwischen Min und Max, inklusive diesen beiden Zahlen, zurückgibt. Die sollen wir dafür benutzen. Und die freien Richtungen sollen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit ausgewählt werden. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Also hier BlueGhost, die Klasse BlueGhost ist wieder eine Erweiterung der Klasse Robot, hat also wieder die Methoden, die Sie auch aus der Vorlesung schon kennen. Und was Sie sicherlich auch schon gemerkt haben, ist, dass der Robot eigentlich ziemlich doof ist, weil der kann immer nur vor sich gucken, ob da irgendwas ist. Und nach hinten oder zur Seite, da sieht er halt nichts. Das heißt, wir müssen den erstmal ein bisschen drehen und dann kann er jedes Mal, wenn er sich um 90 Grad gedreht hat, gucken, ob da ein Hindernis ist oder nicht. Und das abspeichern. Und wenn nein, dann können wir ja das irgendwie auf True setzen, dass wir in die Richtung gehen können. Und wenn ein Hindernis ist, dann setzen wir das auf False. Dann bietet es sich ja jetzt an, einfach ein Array hier zu haben. Das nennen wir jetzt einfach mal Directions oder Possible Directions. Ja, Directions passt. Mit vier verschiedenen Einträgen für die jeweiligen Richtungen. Also, wie lang soll das sein? Vier. Und dann wollen wir uns ja jetzt drehen, um jeweils in eine Richtung zu gucken und zu gucken, ob da was ist oder nicht. Würde ich sagen, machen wir hier einfach wieder eine Schleife draus. Also, in dem Fall jetzt eine Vorschleife, weil wir uns ja, im Prinzip iterieren wir über das Array und an jede Position im Array können wir dann Wert True oder False setzen, falls wir in die Richtung gehen können oder nicht. Das heißt, wenn vorne was ist oder eben nicht ist, also ist Front clear, wenn das wahr ist, dann soll Directions an der Stelle i, also das ist die Zählvariable von der Schleife hier, das soll dann auf True gesetzt werden, weil wir halt in eben die Richtung gehen können. Und wenn das halt nicht der Fall ist, also else, dann wird es auf False gesetzt, weil wir halt nicht da lang gehen können. Gut, und jetzt sollten wir natürlich nicht vergessen, uns noch zu drehen, weil sonst gucken wir viermal in die gleiche Richtung und überprüfen viermal an derselben Stelle, ob
So, was ist? Also machen wir hier noch eine Drehung hin. Turn left. So. Das heißt, der dreht sich jetzt insgesamt viermal, weil also einmal für i gleich 0, dann für i gleich 1, dann für i gleich 2 und dann für i gleich 3. Und danach bricht die Schleife ab, weil dann i wird ja jedes Mal um 1 erhöht. Weil dann eben i 4 wäre und 4 ist nicht mehr kleiner als 4, sondern halt genau gleich groß. Das heißt, die Schleife bricht dann ab. Dann haben wir in alle Richtungen geguckt. Und das Gute ist auch, dass wir, nachdem wir uns viermal gedreht haben, ja einfach wieder in dieselbe Richtung gucken. Also in die ursprüngliche Richtung. Und dann sollen wir jetzt zufällig wählen, in welche Richtung wir gehen. Da machen wir einfach wieder eine. Also wir sollen ja diese Methode util und get random integer. Nehmen wir einfach auch 0 und 3. Also gibt ja uns irgendeine Zahl zwischen 0 und 3 zurück. Und der soll ja nur in die Richtung gehen, wenn er auch in die Richtung gehen kann, weil sonst läuft er gegen eine Wand und das tut weh. Oder das führt in dem Fall zum Programmabbruch. Das heißt, der soll so lange eine neue Zufallszahl generieren, bis man eben in die Richtung gehen kann. Das heißt, wir brauchen wieder eine Schleife. Und die soll eben überprüfen, ob Directions an der Stelle i, oder in dem Fall weisen wir einfach mal dem, was hier zurückgegeben wird. Jetzt weisen wir einfach mal die Variable, keine Ahnung, k oder so. Ist jetzt sehr unkreativ. Sollte man eigentlich nicht so machen, die so nennen. Eigentlich sollte man denen immer eine Bedeutung geben, weil k hat jetzt nicht so wirklich eine Bedeutung. Aber egal. Also wenn die Richtung, die uns da zurückgegeben wurde von diesem get random integer, wenn da ein false steht, dann müssen wir eine neue Zufallszahl generieren, weil wir eben nicht in die Richtung gehen können. Also solange das false ist, sollen wir eine neue Zahl generieren. Das heißt, das k wird einfach immer wieder irgendeine neue Zufallszahl zugewiesen, bis halt diese Bedingung hier nicht mehr wahr ist, also bis Directions an der Stelle k gleich true ist. Das heißt, wir können dann in die Richtung gehen. So, jetzt haben wir ja hoffentlich irgendeine Zufallszahl k bestimmt. Also nach dem Ende der Schleife ist es ja auf true gesetzt, Directions an der Stelle k. Und jetzt müssen wir uns nur noch k mal nach links drehen, bis wir da angekommen sind und dann einfach nach vorne laufen. Dieses k mal nach links drehen können wir wieder mit einer Vorschleife machen. Also jetzt halt nicht Direction.length, sondern eben halt k mal. Und turn left. Gut, dann müsst ihr jetzt nach Abbruch dieser Schleife. Und da hat er sich ja k mal gedreht und guckt jetzt in eine Richtung, in die er gehen kann. Das heißt, wir können da einfach langlaufen. Das heißt, wir rufen jetzt auf this. Do move? Nein, move. Do move wäre irgendwie ziemlich blöd, weil dann würden wir die Methode unendlich oft aufrufen. Also, wenn wir hier ein Do move stehen hätten, würden wir ja wieder diese Methode aufrufen und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Ja, das führt sehr schnell zum Programmabbruch, weil wir dann unendlich oft eine Methode aufrufen und das nie abbricht. Ist nicht gut. Dann gucken wir mal, ob das jetzt auch schon funktioniert. Ich hoffe es. Ja! Unser blauer Geist kann sich schon bewegen, das ist doch gut. Dann kommen wir jetzt zum orangen Gespenst, das eine ganz andere Taktik verfolgt als unser blauer Geist, den wir gerade implementiert haben. Also das Vorgehen ist hier aufgelistet. Vor jedem Schritt wird sich die momentane Blickrichtung des Roboters gemerkt. Also da, wo wir momentan hingucken, wird sich in irgendeiner Variable erstmal temporär abgespeichert.
Und dann wird nach rechts gedreht. Das heißt, weil wir ja keine Rechtsdrehung erstmal so haben, müssen wir uns einfach dreimal nach links drehen. Macht dasselbe. Weil Rechtsdrehung hat die Klasse Robot ja nicht. Und der orangene Geist dementsprechend auch nicht, weil der orangene Geist ist wieder eine erbende Klasse von dem Robot. Also hat alle Methoden, die der Robot hat. Und halt noch die Methode DoMove, die wir hier implementieren sollen. Aber TurnRight gibt es so erstmal nicht. Okay, also dann haben wir uns nach rechts gedreht. Wenn der Weg nicht versperrt ist, sollen wir da lang gehen. Und dann sind wir fertig. Wenn er jedoch versperrt ist, dann wird die gemerkte Blickrichtung aus 1 wiederhergestellt. Okay. Das heißt, wenn er gerade, dann wird überprüft, ob er geradeaus gehen kann. Dann sind wir fertig. Und sonst dreht er sich so lange nach links, bis er langlaufen kann. Dann habe ich hier die Klasse Orange Ghost schon mal geöffnet. Und Moment, ich ziehe das mal wieder auf den zweiten Bildschirm. Dann nervt es nicht so. Muss ich nicht immer wieder auf und zu machen. Also, vor jedem Schritt 1, vor jedem Schritt wird sich die momentane Blickrichtung des Roboters gemerkt. Das heißt, wir speichern wieder in der Variablen ab. Die nennen wir jetzt einfach mal Current Direction. Und das ist this Punkt Get Direction. Okay. Das heißt, im Current Direction wird sich die Richtung, in die wir gerade gucken, erstmal abgespeichert. Und dann wird eine Rechtsdrehung ausgeführt. Okay, weil wir ja keine Rechtsdrehung haben, müssen wir uns einfach dreimal nach links drehen. Das können wir jetzt einfach hier hardcoden mit this.turnLeft und das Ganze dreimal. Ist der Weg nicht versperrt, wird ein Schritt in die momentane Richtung gegangen. Danach ist nichts mehr zu machen. Okay. Das heißt, if is front clear. Ja. Move. Okay. Danach nichts mehr zu machen. Das heißt, damit die Methode auch auf jeden Fall abbricht, machen wir einfach einen Return rein. Das heißt, da ist die Methode dann zu Ende. Und also normalerweise wird er natürlich was zurückgeben, aber weil wir hier Rückgabetyp Void haben, wird halt nichts zurückgegeben. Aber das Entscheidende ist, dass der Methodenablauf an der Stelle dann abgebrochen wird. Ist der Weg hingegen versperrt, wird die gemerkte Blickrichtung aus 1 wiederhergestellt. Okay. Es fällt mir gerade auf, das ist ein bisschen unnötig, weil wir haben uns ja dreimal nach rechts gedreht. Das heißt, wir haben uns ja dreimal nach links gedreht. Das heißt, wenn wir uns jetzt einfach nochmal nach links drehen, sind wir ja wieder da. Okay, das heißt, im Prinzip brauchen wir gar nicht die Variable oben brauchen wir gar nicht. Weil viermal nach links drehen ist einfach wieder gar nichts machen. Also wenn ich mich viermal nach links gedreht habe, bin ich ja wieder in der Richtung, in die ich ursprünglich geguckt habe. So, ist der Weg nun nicht mehr versperrt, wird ein Schritt in die momentane Richtung gegangen. Danach ist nichts mehr zu machen. Also, dann hier wieder diese if-Abfrage. Eigentlich können wir die auch kopieren. If is front clear. Ja, das selbiges Vorgehen. Wenn wir nach vorne gehen können, dann machen wir das auch und brechen dann die Methode ab. Und wenn auch das nicht geholfen hat, also wenn sowohl rechts als auch vorne eine Wand ist, sollen wir uns so lange nach links drehen, bis der Weg frei wird. Ist der Weg frei, wird ein Schritt in eben diese Richtung gegangen, danach nichts mehr zu machen. Okay. Machen wir hier wieder eine While-Schleife draus. While Ausrufezeichen is front clear. Also is front clear gibt ja ein Boolean zurück und dieses Ausrufezeichen macht einfach aus einem True macht es ein False und aus einem False macht es ein True. Also im Prinzip wird das genau negiert. Das heißt, was das hier macht, solange die Front nicht clear ist, drehen wir uns nach links. Das heißt, wir sind jetzt, wenn wir jetzt nach der Schleife sind, dann ist die Front clear. Das heißt, wir können nach vorne laufen. Das heißt, wir können jetzt einfach ganz sicher den Move reinklatschen. Und dann war es das auch schon wieder. Und dann können wir ja jetzt überprüfen, ob auch alles so läuft, wie wir uns das gedacht haben. Ja, oh, da sind wir auch schon gestorben.
Ja, das ist natürlich doof. Machen wir es einfach nochmal. Ein bisschen schneller weg. Aber wir sehen, sowohl der blaue als auch der orangene Geist oder Gespenst, die bewegen sich jetzt. Gut, der hat jetzt hier natürlich so einen eigentlich ganz schönen Kreis. Er ist kein Kreis, aber halt so eine Bahn, die er immer weiter verfolgt, weil halt das Muster, dieses Bewegungsmuster, das wir da implementiert haben, das halt ihn zwingt, in diesem Kreis zu laufen. Aber gut, so ist es halt. Aber dann war es das auch schon wieder mit der ersten Hausübung. Da sind wir jetzt hier nämlich, soweit ich weiß, schon fertig. Gut, dann vielen Dank fürs Zugucken oder Zuhören. Und ja, wenn Sie noch irgendwelche weiteren Fragen haben, ja, Tutor, das heißt, ich habe eine Übungsstunde und eine Sprechstunde. Und wenn Sie sowohl Fragen hierzu als auch zu Ihren Hausübungen oder zum allgemeinen Verständnis haben, können Sie gerne vorbeigucken. Dann tschüss.